Hallo Leute, mal wieder ein Let's Play von mir. Und zwar diesmal zum Spiel Player Unknowns Battlegrounds. Spielt gerade so gut wie jeder, ich auch. Ist ein Top-Spiel, macht einfach unfassbar Spaß. Ich habe mich relativ lang noch dagegen gesträubt. So, was ist das eigentlich? Spielt jeder? Und irgendwann hat doch beschlossen, komm, jetzt probiere ich es mal aus und es ist einfach gigantisch gut. Und deswegen dachte ich, jetzt probiere ich das Ganze mal mit euch zusammen und schau mal, wie ich das Ganze hinkriege. Bisher habe ich noch nicht gewonnen in dem Spiel, leider. Das Beste war jetzt ein zweiter Platz mal. Und deshalb schauen wir jetzt mal, ob es direkt zum Chicken Dinner reicht. EU-Server, Solo und los geht's. Dann hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt auch klappt. Und ja, schauen wir mal, wie wir starten gleich. Ich bin eher so ein defensiver Spieler. Da hatte ich bisher auf jeden Fall wesentlich mehr Erfolg, als wenn ich irgendwie so aggressiv irgendwie in jede Stadt gegangen bin zum Beispiel. Weil man dann doch oft Spieler trifft und die Begegnungen dann doch oft schlecht ausgehen. Vor allem wird es dann schnell unübersichtlich, wenn dann zwei, drei Spieler irgendwo sind. Eins gegen eins geht immer noch, da kann man dann wenigstens noch so halbwegs was taktisch machen oder versuchen, den anderen irgendwie zu verarschen oder zu flankieren oder wie auch immer. Das ist natürlich sofort schwierig, wenn es dann zwei, drei Leute werden. Deshalb bin ich eher einer, der möglichst weit weg von der Flugroute erstmal versucht, sich ein paar ein bisschen Ausrüstung einfach zu looten und dann möglichst effektiv dann der Zone hinterher zu rennen oder ein Fahrzeug zu suchen. Aber jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze angehen. Wo fliegt man denn rum? Okay, ziemlich zentral, überall drüber. Mal schauen, wo geht's denn hin? Hier, das Gebiet ist immer ziemlich überlaufen. Ich würde ganz gern mal irgendwo hier hinschauen. Ich glaube, das hier ist doch ganz gut. Es sind ein paar Häuser. Da werde ich auf jeden Fall schon mal ein paar erste Sachen finden. Und go! Komme ich auch auf jeden Fall locker hin. Ist nicht zu weit weg. Irgendjemand um mich hier rum. Sieht eigentlich relativ ruhig aus. So, sieht immer noch alles sehr ruhig aus. Ah, nee, da ist noch jemand. Okay. Das heißt, es wird gleich mal interessant direkt zu Beginn. Außerdem entscheidet sich noch woanders hinzufliegen. Aber ich befürchte fast. Hoppla, Hilfe. Aber ich befürchte fast, es wird gleich mal ein Faustkampf. Aber wenn ich ihn jetzt nochmal treffe. Ah! Yes! Ich habe noch ein Pixel Leben. Ich glaube, ich spinne. Aber ich habe gewonnen. Okay, das war gleich mal ein Beginn nach Maß. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall natürlich sofort mal Verband finden. Weil das war jetzt mehr Glück als alles andere, dass ich da noch gewonnen habe. Ich dachte, ich habe ihn schon mit einem so Sprungschlag mal getroffen. Und gleich eine fette Sanitätstasche. Besser geht's doch gar nicht. Die würde ich mir aber ganz gern mal aufheben noch und erstmal hier die Verbände benutzen. Nicht so schnell. Erstmal abwarten. Erstmal die Verbände benutzen, weil jetzt hier am Anfang habe ich noch ein bisschen Zeit, dann kann ich die mal noch verschwenden. Und wenn es dann darauf ankommt, habe ich dann noch die fette Sanitätstasche. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Okay, so ein bisschen habe ich mich jetzt schon mal geheilt.
Dann schaue ich mal weiter und mal looten. Was ist hier? Was gibt's hier Schönes? Immerhin schon mal eine UMP, das ist doch schon mal was. Pistole nehme ich auch mit. Kann ich auch gebrauchen. Nochmal Verbände. Polizeiweste. Okay, alles schön und gut, aber jetzt bräuchte ich dann jetzt schon mal einen Rucksack. Sonst werde ich wahrscheinlich gleich schon nichts mehr mitnehmen können. Und einen Rucksack hat sie jetzt natürlich nicht, okay. Aber was soll's, Schrotflinte bin ich eigentlich kein so Fan davon. Vor allem, weil ich hier doch relativ alleine sein werde am Anfang erstmal. Schrotflinte ist vor allem wichtig, wenn man halt irgendwie so, ja, klar, Schrotflinte Nahkampf. Also eher irgendwie in Städten oder sowas. Die baue ich jetzt hier hoffentlich erstmal nicht mehr. Was ist das da? Ist schon mal ein Scope, aber das glaube ich, holographisches Visier ist jetzt nicht so. Das Beste. Aber das konnte ich wenigstens noch mitnehmen. Und hier ist schon mal eine. Ja, okay, perfekt. Damit wäre ich dann auch schon mal soweit ausgerüstet für den Anfang. Das Wichtigste habe ich dann schon mal. Bis auf jetzt noch einen Rucksack. Weil gerade die Verbände konnte ich schon nicht mehr aufnehmen. Warum ist denn hier nirgends ein Rucksack? Irgendein, wenigstens irgendein Stufe 1 Rucksack. Da wäre noch ein Energy Drink gewesen. Eigentlich auch ganz wichtig. Oder ganz hilfreich. Vor allem gegen Ende dann oder sowas. Da. Perfekt. Okay. Das sieht alles schon mal recht gut aus für den Anfang zumindest. In der Zone bin ich auch so, wie es aussieht. Mal schauen. Okay. Ziemlich am Rand, aber immerhin noch drin. Das heißt, ich kann mir auf jeden Fall noch Zeit lassen hier. Mikro-Uzi, ja, brauche ich eigentlich nicht. Aus der Hilfekoffer schon mal ganz gut. Liegt hier noch irgendwas? Nein. Im Moment das Haus, oder wo war der Energy Drink? Hier glaube ich, ja. Energy Drink, Patronengurt, das brauche ich jetzt eigentlich alles erstmal nicht so wirklich. Kann ich mal mitnehmen für die UMP. Das brauche ich zum Beispiel schon mal gar nicht. Das packe ich jetzt erstmal hier auf meine M16. Lieber mal das erweiterte Magazin und den Rest kann ich schon wieder wegschmeißen. Okay. Munition wäre jetzt natürlich noch ganz gut. Aber fürs Erste, so das Grundlegende habe ich jetzt wenigstens schon mal. Okay. Das nochmal Energy Drink nehme ich mit. Jetzt werde ich gleich bombardiert, alles klar. Nein, Helm brauche ich natürlich auch. Bin ich fast vorbeigelaufen. Und hier noch Stufe 2 Rucksack, auch schön. Gut, gefällt mir. So, dann verhalte ich mich jetzt hier mal ruhig, solange das Bombardement gleich ist draußen. So, dann kann ich mich nochmal heilen ein bisschen. So, Flugroute war hier so in der Mitte durch ziemlich.
Es heißt hier oben Silverny oder Shooting Range. Hier oben dürfte noch relativ wenig los sein. Kann natürlich sein, dass ein paar Einzelne schon mit dem Auto da hochgefahren sind, aber viele dürfte ich dann nicht treffen. Heißt, es wäre jetzt ziemlich gut, wenn ich hier ein Auto finden würde direkt. Das ist natürlich kaputt. Ja, habe ich jetzt natürlich kein Glück hier direkt. Aber da vorne, natürlich habe ich Glück. Perfekt, da ist schon Jeep. Sehr, sehr gut. Okay. Ich nehme mal noch die kleine Hütte hier mit. Selten ist was Cooles drin, aber ab und zu hat man doch mal Glück. Okay, dann würde ich doch sagen, auf nach Severny. Sprit habe ich auf jeden Fall genug in dem Auto. Moment, Karte. Okay, das ist natürlich schon weit, aber der Kreis ist auch hier oben. Also es könnte auch sein, dass hier irgendwie dann der Kreis oder die Zonen sich dann zusammenziehen. Oder Georgopol. Dürfte eigentlich auch relativ wenig los sein. Ich glaube, ich gehe sogar nach Georgopol. Das ist nicht so ganz weit weg. Und dann erstmal nochmal die Zone beobachten. Und dann bin ich immer noch mobil mit meinem Auto. Es klappt der bessere Plan jetzt erstmal. So, auf geht's. Bis auf den direkt am Anfang, den ich mit Glück gerade noch so besiegt habe im Faustkampf, ist es bisher aber sehr ruhig. Seitdem niemand mehr gesehen. Auch keine Schießerei irgendwo. Bisher hat sich das Ganze wieder bewährt. 54 noch am Leben, gut die Hälfte. Das dauert noch eine Weile, bis es dann wirklich spannend wird. Aber bisher läuft es schon mal ganz gut. Hier auch noch mitnehmen. Was soll's? Ist hier ein Stufe 3 Rucksack. Jawohl, perfekt. Schmerzmittel dazu. Ziehen brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Nee, Tank war fast voll. Verschwende ich jetzt mal keine Kapazität, auch wenn ich schon Stufe 3 Rucksack habe. Eigentlich könnte ich es auch mitnehmen, aber ja, was soll's. Nee, Schrotflintenmunition brauche ich nicht. Ich brauche dringend 7 mm Munition hier für meine 5 mm, sorry, 5 mm Munition für meine M16. Mit 30 Schuss komme ich da im Ernstfall dann nicht besonders weit, wenn ich Pech habe. Na, und da war schon jemand. Alles klar. Dann verziehe ich mich lieber. Entweder ist noch da. Ich hatte Glück, dass er mich bisher nicht gesehen hat. Oder er hatte eine ähnliche Idee wie ich und ist dann direkt weiter hier irgendwo nach Georgopol gefahren. Oder gelaufen, wie auch immer. Da würde ich sagen, ich fahre mal möglichst einmal komplett durch die Stadt durch. Schau dann mal am anderen Ende, ob ich da irgendwo noch was Gescheites finde. Das Ganze leckt hier jetzt natürlich leider ein bisschen vor sich hin, aber okay. Es liegt halt an der Aufnahme, die jetzt nebenher noch läuft, aber was soll's, solange das so läuft, ist alles okay. Hier würde ich mich jetzt gerne mal ein bisschen umschauen. Sieht auch noch sehr ruhig aus. Ich sehe jetzt keine offenen Türen überall. Deswegen lasse ich jetzt auch einfach mal hier den Jeep frech auf der Straße stehen. Und dann ab hier rein. Ich
bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob es sinnvoll ist, die Türen immer hinter sich zuzumachen. Ich habe es mir irgendwann mal angewöhnt. Weil wie auch immer, ich meine, es ist immer ein Vorteil, wenn der Gegner nicht weiß, dass man da ist. Kostet natürlich immer ein bisschen Zeit und in 90% der Fälle ist es wahrscheinlich völlig egal, weil eh niemand direkt jetzt hinter einem hier reinläuft in so ein Haus. Aber allein schon für das bisschen Gefühl, dass man hier drin jetzt sicher ist und die Tür hinter einem zu ist, mache ich das ganz gern. Und da kommt nochmal jemand. Das gehört, da war irgendwo ein Motorrad, ist aber, glaube ich, vorbeigefahren, so wie es angehört hat. Ja, wir sind auf jeden Fall schon nicht allein. Eine Pfanne, sehr gut. Eins Helm, na, hier ist jetzt auch nicht so viel interessantes Zeug. Okay, nächster Kreis ist da, mal schauen. Okay, was könnte der Plan sein? Läuft hier wahrscheinlich auf so Niemandsland hier ein bisschen raus. Ist also in keiner Stadt irgendwo. Dann die Entscheidung später. Sondern eher irgendwo auf dem Land. Im Feld. Was ich eigentlich erstmal ganz sympathisch finde. Ist dann natürlich auch immer ein bisschen Glück, wer wen als erstes irgendwo spottet dann. Aber das Glück kann man ja auch erzwingen, wenn man sich dementsprechend irgendwo positioniert. Wo man vielleicht einen besseren Überblick hat als die anderen. Kann das schon mal viel helfen. Das ist eine Art. Nee, nochmal M16. Sehr gut, okay. Dementsprechend muss hier auch dann Munition sein. In Massen sogar. Und ein Rotpunktvisier auch noch oben drauf. Sehr schön. Rotpunktvisier mag ich eigentlich schon mal ganz gerne. Besser ist dann eigentlich nur noch ein Vierfachvisier. Ein Vierfachsucher. Finde ich. Weil eine Achtfachsuche ist dann schon wieder zu viel. Da braucht man dann schon wieder eine richtige Sniper dafür fast. Komm, wenn jetzt hier die Granaten schon rumliegen, nehme ich sie mal mit. Werde sie vermutlich eh nicht brauchen, aber was soll's. Okay. Dann mal gucken. Was kann ich denn jetzt hier dran bauen? Das sind beides vertikale Handgriffe, ja. Kann der eine weg? Kompensator. Oder Mündungsfeuerdämpfer. Die UMP werde ich eh nicht mehr verwenden. Schade, dass ich jetzt hier nichts gefunden habe für meine M16. Passt da der vertikale Angriff? Nein, natürlich nicht. Ah, okay. Schade. Aber ich bin auch schon einigermaßen ausgerüstet. Okay, dann fahre ich mal mit meinem Auto schnell noch in die nächste Zone. Dann kann ich nochmal ein, zwei Minuten hier in Ruhe looten. So. Und dann schaue ich mal hier nochmal rein. So, ohne weitere Spielerbegegnung sind jetzt nur noch 30 am Leben. Ich habe also schon wieder 20, 24 Leute überlebt. So funktioniert das Ganze doch ganz gut bis jetzt. Ah, das ist eine AKM. Soll ich die AKM nehmen statt meine UMP? Das wäre vielleicht noch ganz interessant, oder? Ja, die UMP, die ist halt voll aus. Ich werde sie nicht benutzen. Ich werde sie einfach nur nicht benutzen. Die UMP.
Ich schmeiße weg, was soll's. Und vielleicht kann ich da. Hoppla. Nochmal meine UMP bitte schnell. Vielleicht kann ich. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht kann ich da was davon an meine AKM dran bauen. Das Visier zumindest auf jeden Fall. Mit diesen Erweiterungen bin ich noch nicht so ganz sicher immer, wo da was drauf passt. Aber hat jetzt natürlich nichts davon mir was gebracht. Da habe ich gerade schon rausgeguckt, glaube ich. Nochmal einen Stufe 2 Helm. Okay, in 1,30 geht es weiter. Ja, im nächsten Stock gucke ich mal noch schnell rein, aber so das Wichtigste habe ich jetzt eigentlich erstmal. Ich habe Schmerzmittel, Energy Drinks. Ich habe noch meine fette Sanitätstasche. Genug Muni. Einigermaßen gutes Visier. Also alles okay. Holz. Nehme ich mal mit. 24 noch am Leben. Geht aber schnell in der Runde auch, oder? Das ist doch noch, jetzt noch nicht so ein Moment. Karte. Noch kein allzu kleiner. Ja, okay, doch. Ist jetzt schon dritte, vierte neue Zone. 24 am Leben. Okay. Mal schauen. Jetzt nirgends irgendwie reinrennen. Und losfahren. Okay. Bisher läuft es doch alles recht erfreulich. Ah, okay, das Auto ist wohl auch von irgendjemand da geparkt worden, so wie es aussieht. Vielleicht noch mal einer die Idee, noch die Minute jetzt zu nutzen, bevor die Zone sich noch weiter verkleinert. Auch vom Timing her und allem, also bisher, bin ich wirklich zufrieden mit der Runde. Jo, das war jetzt riskant, äußerst riskant, aber es hat geklappt, nochmal Glück gehabt. So, hier von dem Haus halte ich mich ein bisschen fern. Ja, da wird nämlich schon geballert, ganz fleißig und da oben auch. Da halte ich mich auch ein bisschen fern. So, noch 19. Das wird dann schon langsam richtig interessant. Ich finde jetzt hier auch keinen so richtig guten Platz, gerade wo ich denke, jawohl, da will ich jetzt hin. Ich glaube, ich fahre jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen im Kreis. Schau mir mal an, was die nächste Zoneneingrenzung sagt. Irgendwo ein Drop-Flugzeug. Oh, oh, das war nah, das war nah. Das war nah. So. Glück gehabt soweit, aber okay. Zone hat sich hier an die Küste verlagert. Das ist interessant. Jetzt hat man gar kein Haus mehr irgendwo. Also die sich da in dieser Farm verschanzt haben, sich natürlich auch wieder bewegen. Okay, jetzt wird es langsam spannend. Mich da einfach irgendwo verschanzen. Jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass sich hier jetzt noch niemand vor mir irgendwo hingesetzt hat und mich jetzt gleich von hinten abknallt. Aber was ich jetzt machen werde, ist mich hier einfach mal reinhocken.
Okay, jetzt wäre natürlich so ein Vierfachsucher. Oder sogar Achtfachsucher jetzt in der Situation sehr hilfreich. Okay, da vorne ist ein Motorrad. Der hat die gleiche Idee wie ich. Bleibt das stehen? Nein, okay. Sonst hätte ich ihn wohl dann doch beschießen müssen. Also verhalte ich mich jetzt erstmal ruhig. Gespannt, aber bisher sieht es echt ganz gut aus. Hat sogar die nächste Zone, oh herrlich. Okay, ja. Achso, ja, gut, das war die, ja, wo es sich jetzt hier an die Küste verschiebt. Jetzt kann es natürlich sein, dass hier noch welche dann drin sind. Die sind jetzt schon sehr am Rand. Das heißt, es wird hier irgendwie hier auf das Gebiet hier rauslaufen. Und ich denke, da bin ich schon mal ganz gut platziert, muss ich sagen. Für die Top 10 soll es auf jeden Fall reichen. Außer mich entdeckt jetzt hier irgendwo ein Sniper, der mich jetzt hier im Busch kauern sieht. Die Wahrscheinlichkeit ist normal nicht besonders groß. Aber spannend wird es jetzt natürlich allemal. Und immer noch 16 am Leben. Also im Südosten ist auf jeden Fall noch jemand. Ja gut, bei 14. Jetzt müssen ja irgendwo sein. Da hinten läuft jemand. Hier Richtung Südwesten. Okay. Und auch die nächste Zone wieder ist... Ja, ganz interessant für mich, wobei jetzt hier halt dann die Mitte wäre. Das heißt, ich muss mich vermutlich dann gegen später doch nochmal bewegen. Ist natürlich jetzt eine... Gerade für ein Let's Play... Nicht sehr, ja, spektakuläre Taktik. Aber... Sie führt zum Erfolg. Also, zumindest einigermaßen. Ich meine, Top 10 ist ja schon mal was. Und ab da wird es dann halt richtig interessant. 50 Sekunden. Hier ist sonst immer noch kein Mensch. Im Küstengebiet hier. Vermutlich lauern alle so am Rand von der jeweiligen Zone und warten, dass die Leute vor die Linse laufen. So wie der jetzt da hinten, da wieder Südwesten. Da läuft jetzt einer. Mal schauen, der andere ist hier Richtung des Haus. Wahrscheinlich ist da auch noch jemand drin auf jeden Fall. Jawohl, jetzt wird er schon beschossen, der hier hinten in Richtung Südwesten und wird gleich tot sein, ja. Weiß nur nicht, von wo er beschossen wurde, natürlich. Es kann auch sein, dass hier an dem Baum hier, wo ich jetzt direkt drauf gucke, dass da noch jemand kauert oder liegt. Ja, tatsächlich, da bewegt sich was. Da ist also auch noch jemand. Aber auf die Distanz will ich eigentlich jetzt nicht riskieren, dass ich hier schieße. Nee, weil sonst seht mich natürlich. Weiß natürlich der Rest dann auch, wo ich bin, wenn ich jetzt hier anfange rumzuballern. Steckt er sich auch noch hinter dem Baum. Ja, von mir aus gesehen hinter dem Baum. Ich hoffe, er hat mich nicht gespottet, aber ich denke nicht. Weil ich bin hier eigentlich ein leichtes Ziel. Jetzt muss ich mich natürlich bewegen. Das ist jetzt natürlich unangenehm. Er hier sneakt schon weiter Richtung die Zone. Einschläge waren jetzt nah bei mir. Ich glaube aber, die Schüsse haben nicht mir gegolten. Das war hier der Tipp da drüben. 8 übrig. Okay, der bewegt sich
hier. Du, das hilft alles nix. Muss mich hier rüber bewegen ein Stück. Hier hinten sollte eigentlich niemand sein. Deswegen würde ich sagen, auf geht's. Uns Beste hoffen. Sieht eigentlich immer noch alles ganz gut aus. So, 6 noch am Leben. Und hier hinten hat doch gerade noch jemand geschossen, oder? Fünf am Leben. Ich könnte mich noch... 4. Oh je. Yeah. Ich habe keine Ahnung, wo die Leute sind. Ich muss noch ein Mini... Ich muss minimal vorrobben gleich. Das ist blöd, da bin ich nicht mehr in einem Schatten. Finde ich ärgerlich. Komm schon, wo seid ihr denn? Es ist doch schon so eng. Okay, ich muss mich bewegen. Es hilft nichts. Es hilft alles nichts. So. So, jetzt komm. Inventar laden ein bisschen schneller. Jetzt ist Zeit für Schmerzmittel. Jetzt natürlich irgendjemand genau in dem Moment hier irgendwo angerannt kommt, habe ich natürlich Pech. Dann hätte ich eh Pech, wenn ich hier lieg einfach und dann hier aus dem Busch rausschießen muss, weil die Sicht geht eigentlich von hier, muss ich sagen. Okay. Nach vorne habe ich ganz gutes Schussfeld. Ich befürchte, ja, hinter dem Stein könnte natürlich noch jemand sein. Vier Leute sind hier noch irgendwo. Was war das? Ist auch relativ weit weg. Gefühlt. 13 Sekunden. So, nochmal ein Energy Drink. Voll geboostet und ich muss mich bewegen. Hilft wieder alles nichts. Ich fürchte, ich muss sogar rennen. Ah, es könnte gerade reichen. Weil die Szene, die... Oh nee, ich muss leider aufstehen. Wo sind denn hier noch 4 Leute? Das kann doch nicht sein. Da unten ist jemand. Da unten ist einer. Und da hinten. Okay. Ich bin gut positioniert. Den einen habe ich direkt im Blick. Wo ist der letzte noch? Egal. Wo ist der letzte? Vorne. Okay. Puh. Verdammt, ich habe keine Splittergranate. Oh Mann. Puh. Zur Hölle, come on. Come on. Wo bist du? Er muss irgendwo in der Richtung hier sein, mehr. Da, ich sehe ihn. Oh Gott. Ich sehe ihn. Ich hab natürlich nicht getroffen.
ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh. Das war ganz gut geworfen von ihm, muss ich sagen. Ich habe natürlich keine Granate mehr oder irgendwas. Ich weiß recht genau, wo er ist. Ja! Ich glaube, ich spinne. Oh Gott! Ich hab's aus. Oh Gott! Yes! 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 Ich hab's geschafft. Ich hab ernsthaft dieses Scheißspiel gewonnen. Ich glaube, ich spinne. Und genau in dem Spiel nehme ich's auch noch auf. Weh, die Aufnahme hat's verkackt. Oh, wow! Drei Spieler gekillt. Rang 1. Und der Typ hat einfach die Nerven verloren im letzten Moment und ist einfach aufgestanden und rumgesprungen. Das war mein Glück. Puh. Ja. Danke fürs Zugucken, Leute. Und bis zur nächsten Runde. Player Announce Battlegrounds.